Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von uns. Nun, wer vielleicht dieses Hobby mit den verlassenen Orten und diesen ganzen anderen Begriffen, die dieses Hobby umschreibt, zu tun hat, der wird mit Sicherheit in der Vergangenheit schon etliche Male in den lokalen Nachrichten oder aber auch wie jetzt hier im Netz von diesem verlassenen Ort gelesen oder gehört haben. Eins kann ich euch vorwegnehmen, es ist eine sehr schmutzige und im wahrsten Sinne dreckige Geschichte, so viel kann ich euch schon mal sagen. Bleibt also dran und ich erzähle euch gleich ein bisschen mehr darüber. Ganz nebenbei, wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands, dann abonniert auch gerne unseren Kanal. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in das ehemalige Spaßbad Blub oder wie es offiziell hieß, Berliner Luft- und Badeparadies. Die Anlage ist heute nicht mehr wiederzuerkennen und viele werden sich noch an die Betriebszeiten erinnern, in der man hier so einiges machen konnte. Aber fangen wir am besten beim Urschleim an. Am 14. Februar 1985 ging diese 35.000 Quadratmeter große Anlage feierlich im Herzen Berlins, also Neukölln oder Stadtteil Britz, in Betrieb. Die Baukosten beliefen sich damals auf etwa 44 Millionen deutsche Mark. Als Besucher wurde einem hier so einiges geboten. Neben den typischen Außen- und Innenbecken gab es ein Wellenbad, einen Wildwasserkanal und natürlich diverse Rutschen für Kinder und Junggebliebene. Des Weiteren gab es Wassergrotten, künstliche Geysire, ein Soulbad, Whirlpools, eine recht große Saunalandschaft mit gleich 5 verschiedenen Bereichen, sowie einen Wasserspielplatz umrundet von einer etwa 25.000 Quadratmeter großen Gartenlandschaft, die einen Abenteuerspielplatz und auch noch ein Kletterhaus beinhaltete. Wenn man nicht zwingend Badegast sein wollte, konnte man im Gebäude eine Bar besuchen, Sport im Fitnessstudio treiben, im Restaurant essen gehen und vielleicht sogar noch in der Boutique etwas shoppen. Freitags und am Wochenende fand mit der Lasershow das Disco-Schwimmen statt. Die Möglichkeiten und Vielfalt der Freizeitgestaltung im Objekt war also im Verhältnis zu anderen Spaßbädern damals und auch heute noch enorm ausgeprägt und bahnbrechend. Doch warum sieht es heute hier so aus? Nun, die Antwort ist relativ einleuchtend: Es ging schlichtweg um Hygiene und schlechter Berichterstattung seitens der Presse über dieses Thema. Nachdem Gäste auf diverse Gefahrenstellen und hygienische Missstände in den 90ern aufmerksam machten, berichtete auch die Presse gleich negativ über das Blub. Infolgedessen kam es zu Kontrollen durch das Berliner Gesundheitsamt, wo man vor allem im Sauna- und Whirlpool-Bereich Keimbefall feststellte. Um diese Mängel zu beseitigen, wurden um die Jahrtausendwende immer wieder einzelne Bereiche gesperrt,
oder geschlossen. So zum Beispiel die Saunalandschaft, einzelne Whirlpools und sogar der Küchenbereich musste zwischendurch dicht machen. Zu dieser Zeit gingen auch die Besucherzahlen auf die knappe Hälfte zurück. Nach Eröffnung im Jahr 1985 besuchten jährlich etwa 600.000 Menschen das Blub. 2002 fanden Kontrolleure des Gesundheitsamtes Rattenkot und Rattenkadaver im Blub, was laut Anwohnern nicht zwingend ungewöhnlich am Teltowkanal war. Das Management reagierte auf die ungebetenen Gäste mit Zäunen, Stacheldraht und auch mit Rattengift. Wirklich genützt hat das aber hinterher wenig. 2003 kam dann plötzlich die Insolvenz, nachdem man die angestrebten Pläne nicht finanzieren konnte. Der Badebetrieb ging aber in dieser Zeit wohl eingeschränkt weiter, denn eine Schließung fand tatsächlich erst am 1. Februar 2005 statt. Lediglich die Saunalandschaft Al-Andalus, so hieß die nämlich, blieb weiterhin geöffnet und schloss sage und schreibe erst 7 Jahre später, am 30. April 2012. Nach der Schließung wurde viel über den Verbleib der großen Anlage diskutiert und vor allem geplant. Von einem Ferienresort für Familien mit Übernachtungsmöglichkeiten bis 2011 war die Rede. Nach diversen Eigentümerwechseln sollten dort bis 2020 etwa 450 neue Mietwohnungen entstehen. Tatsächlich geschehen ist von alledem aber rein gar nichts. Stattdessen listet man heute das nur noch ruinöse Blub in den Top 100 der Orte, die man in Berlin nicht so gerne sieht. Auf dem Gelände kam es nach der Schließung der Sauna immer wieder zu teils schweren Bränden, wie zum Beispiel im Juli 2013, April und September 2015, sowie auch am 22. Juli 2016, bei dem so ziemlich die komplette hölzerne Dachkonstruktion des Hauptgebäudes zerstört wurde. Die Ausmaße des Feuers prägen die Anlage seither stark, wodurch auch Verfall immer mehr voranschreitet. Die Täter sind natürlich bis heute nicht gefasst, auch kam es hier zu anderen Straftaten wie zum Beispiel räuberischer Erpressung, Raub und sexueller Belästigung, worauf die Berliner Polizei eine Warnung aussprach und darum bat, dass man doch bitte diesen Ort hier meiden solle. Außerdem fanden im Januar 2019 Fußgänger in der Anlage einen leblosen Körper. Es handelte sich um einen vermutlich erfrorenen Obdachlosen. Was heute mit der Anlage tatsächlich passiert, ist ungewiss. Es gibt Pläne, die nicht wirklich verwirklicht werden.
Jetzt haben wir diese Corona-Zeit, wo kaum jemand wirklich investiert, aber vielleicht sinken ja dadurch auch die Immobilienpreise und es tut sich tatsächlich etwas. Insgesamt bleibt es alles abzuwarten. Als wir die Anlage betraten, betraten wir sie zusammen mit 3 Kindern, die wahrscheinlich nicht älter als 11 Jahre alt waren. Das war schon etwas merkwürdig. In der Anlage selbst trafen wir alles Mögliche. Mehrere Frauen, die dort Fotoshootings betrieben, Kinder, die das als Abenteuerspielplatz nutzen. Wir hatten Leute, die dort einfach bloß abchillten in irgendeiner Ecke, in den Außenbereichen. Wir hatten aber auch Jugendliche, die dort mit lauter Musik und Gebrüll auf sich aufmerksam machten. Also wir waren dort definitiv nicht alleine und es war insgesamt etwas merkwürdig. Es war ein Ein- und Ausgehen, es war ein riesengroßer Abenteuerspielplatz, wo Leute mit ihren Motorrädern hinterfahren, mit ihren Autos hinterfahren. Wirklich was entdecken konnten wir natürlich nicht mehr. Das Einzige, was wirklich interessant war, waren die alten Filter- und Chloranlagen zur Wasseraufbereitung im Keller. Hier war der Verfall zwar ähnlich stark und auch das Wasser stand in diesem Bereich, allerdings hielt sich der Vandalismus in Grenzen, während oben kaum ein Quadratzentimeter frei von Graffiti war. Das soll es jetzt von mir an dieser Stelle gewesen sein. Es war ein völlig zerrocktes Areal, aber wir wollten halt auch einmal dort gewesen sein und euch darüber berichten. Schaltet wieder ein, wenn es nächste Woche wieder heißt Urbex LE. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Im Nachhinein gibt es noch ein paar Bilder. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands. Macht's gut, bis nächste Woche und ciao.